Schlampen. Weiter ist es. Das ist falsch. Viel Dorf. Das ist doch sonst noch nicht da hinten. Scheiße! Du bist immer noch im Apple Store, weißt du, ne? Ich weiß noch nicht. Sind sie drin? Ich glaube, irgendwas ist das nur der Mediamarkt. Wir sollten hier mal ein neues Gerät geben, ne? Ich hab meine Kamera schon gut gemacht. Ah, das ist doch scheiße. Hallo. Kriegst du ein neues jetzt? Ja, nur ein neues Display. Echt? Aktuell zumindest, ja. Ja, ich war komplett zerkratzt und was. Ja, ich meine, hier auch. Das ist direkt hier mit euch, oder? Das ist alles überweist. Was? Achso, ein iPhone SD, weißt du, mit dem Staubkram, was laminiert wurde, dann wird man durch. Nein? Kannst du mir zeigen, oder? Gleich oben bei den Empfangsbalken. Es sind ganz viele Staubkörner, ganz viele. Okay. Jungs, Marvin hatte das gleiche Problem. Wir haben gerade ein bitteres durchstanden. Was bist du jetzt? Verpiss dich! Das ist das Ding, wo ich gesehen habe. Verpiss dich! Spaß. Also, Halt einfach okay. Also Jungs, wir haben gerade bitteres durchstanden. Nein, das kannst du so nicht sagen. Wir haben uns alle recht unterhalten. Ja, stimmt. Also man muss dann sagen, es war sehr, sehr, sehr gute Unterhaltung. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch unterhaltsamer war als Kartoffelsalat oder nicht. Es war auch eine andere Art und Weise unterhaltsam. Der war eher so, oh mein Gott, ich kann nicht hingucken, unterhaltsam. Wer ein Kartoffelsalat, okay, wenn ich besoffen bin, dann ist es witzig unterhaltsam. Ich war auf jeden Fall geschockt, was die für Sprüche gezogen haben. Der Simon Lessie Spruch, ich bin deutscher als Hitler, der war Österreicher, falls ich wusste. Ich hab den nicht vergessen. Den werde ich so oft bringen, Mann. Okay, sag Punktevergabe. Wie viele Punkte willst du vergeben? Kommt drauf an. Also filmtechnisch und so ist natürlich schon nicht so. Aber geht man da rein, geht man mit einer ironischen Erwartungshaltung rein, kommt man so auf seine Kosten. Das war echt gut. Also, wenn man den Scheiß nicht ernst nimmt, ist er echt top. Alles bei so YouTuber-Filmen, glaube ich, immer wichtig, dass du halt reingehst. Oder wenn du in einen Film gehst, der unter deiner Zielgruppe. Naja, wenn du bist ja nicht die Zielgruppe. Okay, so. Du bist ungefähr 20 Jahre zu alt für die Zielgruppe. Ich bin okay, ein bisschen weniger. Das glaubst du, wie alt ich bin? Scheiße. Naja, aber ich glaube, also wenn man Lochi-Fan ist, ist es vielleicht ganz geil. Und wenn man es halt ironisch findet, dann ist es auch ganz geil. Aber ich glaube, dass eine Sache, die mich gestört hat ein bisschen, ist, dass sie nicht so wirklich bewusst mit ihrer Verantwortung umgehen. Ja. In vielen Situationen. Einerseits, was, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Feministen-Style, aber einerseits fand ich das Frauenbild ziemlich schlimm. Ja, ich bros before hoes und ja, so nach dem Motto, okay, alle Frauen sind halt voll die Bitches und voll behindert und bla bla bla. Und da wurde es ziemlich... Ich finde, es ging noch. Aber grenzwertig ging. Ja. Ich fand es schlimmer, dass die so gegen Schwule. Das war die zweite Sache. So. Es waren ziemlich viele halt so haha, voll gay Jokes drin und so, die schon ab und an witzig sein können. Ja, aber die haben halt schon. Die haben halt schon ziemlich hart übertrieben. Das Problem ist, dass sie es halt auf eine Art und Weise gemacht haben, dass man es vielleicht versteht, wenn man so 16 ist. Aber wenn man halt 10 ist, versteht man es halt nicht so wirklich, dass es nur so als Spaß gemeint ist. Und an den Stellen, die übertrieben sind, wie es gibt so eine Stelle, wo sich der Roman oder Heiko oder. Ich weiß doch nicht, wer es war, halt so outet, indem man durch den Park rennt und so schwul, schwul, gay, gay, schwuchtel, schwuchtel, wo man sich halt so als Mensch mit Verstand denkt so, okay, alles klar, die übertreiben jetzt komplett, hätte nicht sein müssen, aber okay, okay. Und als Zehnjähriger denkt man sich vielleicht so, okay, das genau, ist witzig, so das mache ich jetzt, genau, so mache ich das jetzt, ist, ja. Morgen auf dem Schulhof renne ich auch rum und schreie schwul, schwul, gay, gay, und das ist halt schon ein bisschen hart. Ansonsten war es aber vom Humor-Level her... Primetime. Absolute Primetime. Oliver Pocher und die Standard-Jokes. Es gab so eine Stelle, wo sie halt diesen klassischen ich baue mich durch Strom und warum hast du eine Maske-Joke gemacht haben. Und ich blende jetzt mal hier ein Bild ein, wie Alex und Marvin im Kino unterwegs waren. Ey, die haben ihn weggeschmissen an der Stelle, weil es wirklich so ein Moment war, wo man sich gedacht hat, oh shit. Den haben die jetzt
gerade nicht ernsthaft gebracht, aber sie haben ihn ernsthaft gebracht. Und ja, so, ich glaube, das ist ein Film, den man sich sehr gut und gerne mal angetrunken bei einem Crash-Abend geben kann. Ansonsten findet ihr einen Amazon-Link in der Beschreibung. Perfekt. Weil der Film war cinematisch. Der Film war übel cinematisch. Kein Joke. Ich glaube, dieselben. Color Correction. Ähnliche Leute haben den. Nee, der hatte eine ähnliche Color Correction wie. Wie heißt der Film? Fuck You Goethe. War ziemlich geil eigentlich. Hab ich voll drauf stand. Ansonsten, wir haben hier eine ganze Menge Leute. Wo kommt ihr auf einmal her? Berlin. Wer bist du eigentlich? Weiß ich nicht. Ich kenn mich gar nicht. Ist das überhaupt Weltnorm? Ich bin Weltnorm. Ja? Marvin sagt schon Wilfried, ich bin Weltnorm. Okay, bist du auch Weltnorm? Ich bin auch Weltnorm. Jo, ich auch. Geld? Ja, Geld und ich mach Videos auf Clubfish. Okay, und du? Ich mach Videos auf mein Video. Und du? Ich mach Videos auf YouPorn. Alles klar, eine coole Crew am Start. Ich will jetzt den Namen eigentlich. So, war im Wohnzimmer. Die Schweine haben jetzt die Schuhe anbehalten. Ich habe schon Sicherheitsdienst gerufen, die schmeißen die gleich alle raus. Sam, guck mal. Alle die Schuhe anbehalten, wa? Komm, du! Hey! Okay, mal gucken, wie scheiße es geworden ist. Das ist das 46. Das ist Vielleicht mal Review machen, ja. Guck mal hier, das Coole ist. Ja, das ist aber selbstverständlich. Okay. Aber das YouTube-Video dazu, das hat schon jemand anders hier im Apple Store gefilmt und hat irgendwie ganz schön viele Klicks damit erreicht. Seid ihr alle YouTuber? Ja. Echt, ja? Wir kommen alle aus dem Lochi-Film. Ah, okay. Na, hast du das gesehen mit den zwei Akkus? Ja. Das ist ganz cool, oder? Nö. Wie, nö? Warum, nö? Ja, besser wäre, wenn man das Case ein- und ausschalten könnte. Und wird das 6er auch damit? Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ein 6S. Achso. Es geht auch mit dem 6er, auf jeden Fall. Okay, es fühlt sich schon deutlich, ne, besser an als ich dachte. Gar nicht so schlimm aus. Also ich find's gerade. Doch, es sieht schon schlimm aus. Aber es ist viel besser als ich dachte. Du weißt doch, wie das mit der Schönheit ist, oder? Es liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, aber man hätte es auf die inneren Werte an, ne, machen können. Oder man hätte es konstant auf dieselbe Dicke machen können. Dann hätte man auch noch mehr Akku gehabt. So, was bringt es, dass es hier oben einfach gut, man kann es aufwobbeln, genau, aber... Genau, das kann man mit keinem anderen Case. Das kann man nur mit dem Case. Wow. Ja. Okay, aber ich muss schon sagen, es ist... Man muss niemandem sagen, oh, was hast du denn da gemacht, wenn er sich eins kauft. Man kann es schon verstehen, warum man sagen würde, okay, ich würde mich für das Case von Apple entscheiden. Weil es passt schon gut zusammen. Ja. Aber... Okay. Warte, zieh's nochmal raus rein. Kannst du mir erklären, warum der Aufladeknopf hier innen drin ist, die Leuchte? Du brauchst diesen Aufladeknopf eigentlich gar nicht. Das ist ja kein Knopf, das ist ja eine Leuchte. Ja, aber du siehst, das wird ja, wenn du das iPhone drin hast, wird es ja auf dem iPhone dargestellt. Und wenn du dieses Case lädst, ohne dass ein iPhone drin ist, dann möchtest du das gerne vielleicht sehen, ob Strom ankommt. Weil du ja dann sonst keine visuelle wenn Kontrolle hast. Wenn ich das einstecke und auflade, leuchtet das Case dann in das Nein, iPhone aber an? Du siehst es ja in der Batterieanzeige, dass du lädst. Insofern brauchst du dann diese Leuchte nicht. Ne? Also es macht schon durchaus Sinn. Also ich muss sagen, es ist nicht schlimm. Okay. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht, grandios, aber es gehört nicht auf eine Playlist. Okay, und wer hat am meisten Follower von euch auf YouTube oder wer hat die meisten Abonnenten? Okay, echt, ja? Nee, hier.
Was ist 100 was oder so? Channel, oder was kann man gucken bei euch? Erzählt ihr irgendwas einfach? So Technik. Ah, okay, sehr gut. Sehr gut. Nicht Technik oder nicht YouTube? Und kann irgendjemand davon leben, oder? Echt, ja? Wer kann davon leben? Du kannst davon leben, ja? Sehr cool, nicht schlecht. Kriegt man das iPhone daraus, oder? Ja. Einfach rausziehen. Mach's lieber, ja. Mit Gewalt. Mach's lieber über den Tisch, weil sonst brauchst du... Mach mal ein Bandgate. Ja, genau. Guck mal, ich würde es hier unten schieben. Oh, warte. Ich würde es hier unten schieben. Ah, ist wirklich toll. Wir haben wir gut drinnen eingepackt. Nee, es will ich auch. Die wieder raus. Die sind viel. Ich habe noch Fragen. Auf den ersten Blick sofort besser. Ich habe einen Backlist bekommen. Heute Morgen von meinem Onkel Fritz. Der hat mir seine E-Mail-Adresse Ja. Wo er gegangen ist. Ja. Hat er alles nicht. Ja. Den Map. Okay, dann kannst du nur über seine E-Mail-Adresse bzw. über seine Apple-ID kannst du es nur wieder zurücksetzen. Also du hast keine Möglichkeit, wenn du seine auf seinen, du brauchst Zugang zu seiner E-Mail-Adresse. Weil dann kannst du dir das Passwort zurücksetzen, Link schicken und dann kannst du das zurücksetzen. Alles klar. Gut. Ja, ich sehe es. Die ist beim Apple Store. Genau. Ja. Apple Nerds unter sich. Oder Apple Nerds. Würde ich mit Techniker sprechen? Ja, weil es sollte nicht sein. Bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Und zudem gehen meine Touchpad hier auch ziemlich schlecht. Hatte ich auch schon mehrmals wieder eingerichtet. Hätte ich auch schon ein paar Mal wieder hergestellt, dass es reagiert an das System. Musst du auf jeden Fall mit dem Techniker sprechen. Die Sache ist halt mit den Terminen online, wenn man gerade überhaupt keine Vereinbarung hat. Ja, immer in stündlicher Rhythmus werden wieder neue Termine freigeschaltet. Ich empfehle dir die Apple Store App herunterzuladen. Genau, und mit dir einfach mal ab und zu mal rein. Ja, das lässt sich das finden. Also alle Kunden, die da siehst, die haben alle Termine gemacht. Also es gibt durchaus einen Weg. Ja. Alles klar, ich muss wieder was tun. Was? Danke für den Besuch. Ha? Mach's gut. Super. Ich hol ihn noch ein. Du holst mich ein aufs Wort. Klar. Tschüss. Das ist wirklich ein Hamburger Glück. Ja, tanzen. Alle, das ist aber nicht so cool. Ha? Oh. Das Zoom. Hi. Oh mein Gott. Gut stabilisiert. Ja, so ultra krass. Alter, guck mal, wie voll das jetzt auf einmal geworden ist hier. Thumbnail! Ich mach mal auch noch mal kurz weiter. Wir sind im Apple Store jetzt angelangt. Ja, mach nochmal. Warte. Wir machen erst nochmal das Thumbnail. Willst du auch nochmal mit drauf? Ja, natürlich. Warte, wir machen schon das Thumbnail. Alter! Geht? Okay. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, wie das stabilisiert ist. Ja. Alter. Ach, ultra krass. Das ist richtig genial. Wie fährst du bezahlt? 1000 Mal. Boah. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Du machst damit, ja, man kann so Sliderfahrten Handheld machen. Ja, ich sehe schon, Felix steigt irgendwann so. Ich hab ein Touchscreen. Guck mal. Vorgang abgeschlossen. So. Vollkommen verwendbar, ohne Nachstabilisierung. Hier, warte, Kamerafahrt. Jetzt kommt's. Der geübte Technik-YouTuber. Verdammt. 4K. Ja, yeah. Wo ist der Greenscreen? Echt, Mann. Aber das ist der Greenscreen. Ich meine, er ist auch getrennt worden. Ja. Alle mit ihrer Legria hier. Ja, echt alles dabei. Eva traute uns immer noch. Was ist das für macht auch Minion. Aber ich war froh, dass sie da war. Und wenn du halt so den Ständer beim offen hast, beim Fernbus, da passt halt perfekt drauf. Und es ist geil, wenn du einen Laptop hast, ist ja das Display immer hier hinten. Mhm. Und dann musst du es immer so hinstellen.
das ist total da kannst du halt hier kannst du so und dann hast du so einen angenehmen Winkel auch zum Filme gucken, nicht mit dir sprechen, das musst du noch rausfinden, was du sagst. Ja, Nico? Ja. Passt schon. Nico? Nico. Ja, und den Laptop habe ich dabei, falls es nicht auf der Heimfahrt bekommt, dass ich den Vlog schneiden will. Das macht, muss doch so Spaß machen, oder? Was? So auf der Fahrt schneiden oder so? Oder ist ja, aber ich bin jetzt heute Morgen um 7 aufgestanden und werde erst heute um 2 nach Hause kommen und da kann es sein, dass man dann einen Vlog hat. Denkst du, sonst weiß ich nicht auf dem Weg, wie eure Spiele auf deinem MacBook? Spiele? Oder so, nein? Hat leider einen Moment heil gebraucht, ey. Nee, kein Problem. Haben schon Bild gemacht. Ja. Danke dir. Warum ist echt so? Ich bin da sehr unangenehm für sich. Ich mache auch ein bisschen Scheiße. Also, darf ich das Leute, die sich da oben. Nicht da oben. Reihe O. Reihe? O 20 bis 1 bis 22. Okay, aber sind alle in der. Also hier die. Achso, hier. Die haben ja gar keine. Folge 3. Was soll die Scheiße? Das ist der Kamerafahrer hier. Aber warum ist hier so leer? Weil noch kein Einlass ist, die machen ja noch sauber. Ja, die sind schnell. Das sind unsere Plätze hier. Die drei. Können wir schon hinsetzen? Ja. Die drei von der Tankstelle. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Oh, er kennt mein Gesicht. Ja, kannst du sehen. Ja, wenigstens einer. Dann du hast einen Stabilisator drin. Ja. Nice. Das ist ein Auge. Ja. Zurück. Bis da. Zeig mal dann die Clip. Screenscreen kann ich nicht denken. Oh. Da immer. Guten Tag, wer ist da? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Den weißen Bereich einstellen. Das ist gut. Wasserbleich ist immer wichtig. Und Color Correction. Ja. Ganz wichtig. Ja, jetzt müssen wir auf. Können wir es gleich nochmal aufnehmen, weil wir haben mich so dumm abgebrochen. Kleine Filmtechnik. Okay. Seid ihr bereit? 3D. Ja, 3D. Zu können. Marvin da. Ist einfach nice. Bist du excited? Yes. Ja, und danach werde ich wohl wahrscheinlich bei Helgi übernachten. Genau. YouTube-Videos. Hm? Ja, guck dir. Hey, ist jetzt einfach das Batteriefeld von Apple. Ist das der krasseste Weitwinkel, der geht? Nee. Alter, diese Kamera. Erstmal Haare richten. Man muss ja auch schön sein. Nein. Schön sein. Also, muss schon sagen, die Stabilisierung von der Kamera ist geil, so, ne? Enorm. Die ist wirklich gut. Alter, das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ja, krass. Aber gut. Wie fandst du den Film? The Revenant. Revenant, genau. The Revenant war ein richtig, richtig, richtig guter Film. Er war stellenweise zwar ein bisschen, ich sag mal, langweilig oder langdauernd, langwidrig, genau, weil einfach die Story manchmal nicht so schnell vorangeschritten ist, aber das hat nichts gemacht, weil er war visuell absolut der Wahnsinn, kinofilmtechnisch absolut genial. Es sah an vielen Stellen einfach richtig episch aus. Wenn man sich mit Filmtechnik auskennt, dann weiß man auch, was für ein enormer Aufwand da betrieben werden musste. Zum Beispiel diese Kampfszene mit dem Bär. Wie verdammt haben die das gemacht? Wenn der Bär, gute Frage. Mal, wenn der Bär animiert ist, ne? Sah nicht so gegen, aus, ne? Gegen was? Nee, der Bär kann ja unmöglich nicht animiert gewesen sein. Nee, aber der Bär ist animiert. Die Frage ist dann, wie haben die das gefilmt? Weil Leonardo DiCaprio muss ja gegen irgendwen gekämpft haben oder gegen irgendwas. Und wenn er gegen Luft gekämpft hat, muss es die krasseste schauspielerische Leistung aller Zeiten Luft, glaube ich nicht, die haben ja durch die Gegend geschmissen. Oder wie haben die das die ganze Zeit gemacht?
wo zum Beispiel die Leute mit den Pfeilen getroffen wurden. Mhm. In dieser riesigen Plan. Es ist einfach, es ist war ein geil, richtig gut gemacht. Also wer auf Kinofilmtechnik steht, wer auf Filmtechnik steht, wer sich mit Film allgemein auseinandersetzt, sollte diesen Film auf jeden Fall sehen. Das ist ein Must-See. Aber auch von der Story her hat er mir sehr gut gefallen, weil er so eine richtig schöne Hasskurve aufbaut und einen dann am Ende richtig zufriedenstellt, wenn all dieser Hass freigelassen wird. Stimmt. Das ist schon ziemlich nice. Wie fandest du es? Was war dein Highlight? Mein Highlight war die Bär-Szene, muss ich sagen, die Kampfszene mit den Bären. Ja? Und die Szenen. Die Kampfszene, stimmt, weil da wurde ja geschnitten. Mein Highlight war diese riesige, massive Kampfszene am Anfang, wo einfach überhaupt gar nicht geschnitten wurde, sondern man irgendwie so eine 3, 4, 5 Minuten lange Plansequenz hatte, ohne Schnitt. Stimmt, wo dieser riesige Kampf einfach in all seinen Facetten dargestellt wurde. Die Soundeffekte so auch cool gemacht. Ne? War extrem nice. Kann man auf jeden Fall empfehlen. The Revenant. Daumen guter hoch. Film. Leonardo verdient den Oscar. Hoffen wir es mal. Irgendwann. Carlos packt er. Ja, es und muss. Wenn dann, es muss, wenn nicht damit, dann mit dem nächsten. Und es gibt ja die Theorie, dass Leonardo DiCaprio nur deswegen keinen Oscar bekommt, damit er weiterhin geile Filme macht, um einen zu bekommen. Stimmt. Das ist auch eine Idee, ne? Das ist richtig. Marvin fand ihn auch gut, oder? Ja. Und Florian? Du auch? Bombenfilm. So, jetzt gucken wir uns da was an. Genau. Nicht zum achten Mal, die beiden zum dritten. Ja, aber eigentlich wäre es doch schön gewesen, wenn du von dir hättest sagen können, ich habe Star Wars 7 Mal gesehen, aber jetzt sprichst du das. Ja gut, der 8 ist ja bald. Kommt dann 2 Jahre raus und dann passt das wieder. Alles klar. Dann bis später. Wie das schneit! Das ist ja echt der Wahnsinn! So, in welche Richtung müssen wir? Spandau, also ein Bus. Bus? Fährt doch in 5 Minuten.